Hallo, jetzt geht's mal um Bruchteile. Und zwar von Ganzen, zum Beispiel von Bonbons oder von Tomaten oder von Schülern. Und wir wollen uns anschauen, was ist eigentlich die Hälfte, also ein Halb von 12 Bonbons. Das heißt, man kann sich diese Bonbons hier super hinmalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann teilt man das einfach in zwei Teile. Und dann sieht man, die eine Hälfte sind also jetzt genau 6 Bonbons. Das heißt, das Ergebnis wissen wir schon mal, wie es geht. Man teilt also diese Gesamtheit in zwei Teile. Und das bedeutet einfach geteilt durch 2. Und dann erhalten wir das Ergebnis. Das heißt, diese 2, warum wir durch 2 teilen, das ist genau das, weil wir ja die Hälfte nehmen sollen. Das heißt, der Nenner hier vorne, der zeigt uns an, dass wir durch 2 teilen müssen. Bei der nächsten Aufgabe ein Fünftel von 15 Bonbons. Das heißt, wir nehmen hier wieder unsere Bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15 Bonbons. Jetzt sollen wir ein Fünftel davon nehmen. Das heißt, wir müssen das Ganze in 5 Teile teilen. 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Also müssen wir die 15 Bonbons geteilt durch 5 rechnen. Und dann haben wir in jeder Spalte 1, 2, 3 Bonbons. Das geteilt durch 5 kommt natürlich. Der Nenner ist 5. Also müssen wir auch geteilt durch 5 rechnen. Jetzt wollen wir aber 3 Fünftel von diesen 15 Bonbons haben. In 5 Teile haben wir es ja schon geteilt. Das heißt, es sind immer 3 Bonbons pro Teil, pro ein Fünftel. Aber wenn wir jetzt davon 3 Fünftel haben, wir wollen das haben und das haben. Und der Rest, 2 Fünftel, das bleibt dann. Das heißt, wir müssen also rechnen, dass wir 3 von den Teilen haben. Also haben wir 15 Bonbons. Die haben wir erst in 5 Teile geteilt. Und jetzt nehmen wir davon 3 Teile. Und dann ist das Ergebnis also ist gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Bonbons. Als Alternativ kann man sich das auch so vorstellen, dass man sich dazu ein kleines Schaubild malt. Das hat jemand hat hier 15 Bonbons. Jetzt soll man das 3 Fünftel davon nehmen. Das heißt, wir gehen erst durch 5 und dann mal 3. Also ein Pfeilbild ist genau das gleiche im Grunde wie unsere Zeichnung, aber sieht eben anders aus und jeder lernt ja auf unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, ihr habt jetzt nochmal 2 Wege. Hier ist nochmal das geteilt durch 5. Das heißt, der Nenner hier ist die 5. Na, jetzt sieht man nicht mehr so viel. Das heißt also hier geteilt durch 5, weil es ja hier die Fünftel sind, und mal 3, weil es ja hier 3 Fünftel sein sollen. Und dann hat man als Ergebnis entsprechend die 9 Bonbons. Genau, einfach ein anderes Bild. Machen wir auch die Teile nochmal in Orange, dieses Geteilte, das heißt, dieses durch 2 teilen bedeutet ja, dass wir hier genau die Grenze setzen. Hier setzen wir genau die Grenze. Wir teilen in 5 Teile. Genau. Und jetzt, wenn wir das verstanden haben, wie das Prinzip ist, ob mit Pfeilbild oder mit der Rechnung oder mit einem Bild, dann können wir jetzt schauen, was sind 3 Siebtel von 49 Tomaten?
Das heißt also, wir nehmen die 49 Tomaten, teilen die in 7 Teile und nehmen davon 3. Also sind es 49 durch 7 sind 7, mal 3 sind 21 Tomaten. 6 Siebtel sind entsprechend erst die 49 in 7 Teile teilen, das sind 7 pro Stück. Und jetzt mal 6, dann sind das 42 Tomaten. Und 3 Achtel von 1000 Schülern. Die Achtel und die 1000, das ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache, denn merke, acht mal 125 ist gleich 1000. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das braucht man ganz oft. Also müssen wir einfach die 1000 durch 8 teilen. Haben wir ja gerade gesagt, das sind 125. Und dann noch mal 3. Dann sind es 375 Schüler. Und 96 Mädchen, davon 7 Achtel. Dann müssen wir einfach 96 durch 8 mal 7 ist gleich 96 durch 8 sind 22, 12. 12 mal 7 sind 84 Mädchen. Gut, also das sind immer Bruchteile vom Ganzen. Jetzt kommt gleich ein Video, Bruchteile von Größen. Geht auch auf die Playlist, schaut euch die Reihenfolge dort an, dann könnt ihr die Videos auch in der richtigen Reihenfolge anschauen. Okay, das war's. Euch viel Spaß.